Es ist eine der aufregendsten Städte der Welt, auch eine der größten, New York City. Roman Knobloch begrüßt Sie zum Jubiläumshalbmarathon der New York City Half Marathon 2015. Es wird ein spannendes Rennen werden, das dürfen wir Ihnen versprechen. Die Highlights des Sonntagslaufes möchten wir Ihnen in den nächsten 60 Minuten präsentieren. Los geht's traditionell im Central Park. Das ist eine ganz, ganz spannende Strecke für all jene, die schon einmal in New York gelaufen sind, wissen, wovon ich rede. Es gibt eine Kehrtschleife und dann geht es hinaus bis zur 42. Ein kurzer Abstecher und dann geht es Westside Richtung Battery Park und in der Wall Street wartet dann das Ziel der Glückseligkeit für die besten Halbmarathonläufer 2015. Es ist das Jubiläumsjahr, der 10. seit 2006 wird hier in dieser Stadt gelaufen und Sie sehen es, es ist noch ein bisschen grau in grau, aber wir sind ja froh, dass wir im Jahr 2015 relativ schneefrei durch diese 21 Kilometer kommen, denn vor ein paar Wochen sah es ja noch ganz anders aus. Das übrigens sind die Sieger der vergangenen Jahre und da sehen wir auch einen Haile Gebrselassie, der hier immer noch den Streckenrekord mit 59 Minuten und 25 Sekunden hält. Ob das heute hier zu knacken ist, das werden wir erleben. Auch bei den Frauen haben wir schnelle Rennen gesehen. Sally Kipyego im letzten Jahr mit Streckenrekord 1 Stunde 8 Minuten und 31 Sekunden. Insgesamt werden hier 20.000 Läuferinnen und Läufer auf die Strecke gehen. Es ist seit Jahren ein Riesenfest. Seit Stunden wird hier Party gemacht. Die Fernsehsender, die lokalen Fernsehsender übertragen alle live. Und alle wollen sie natürlich dabei sein, wenn hier die Local Heroes ganz nach vorn laufen. Von weg natürlich Molly Huddle, die im letzten Jahr ihr Halbmarathon-Debüt gab und sensationelle Dritte wurde. Und sie hat vor dem Rennen gesagt, Mann, dritter Platz, da wäre ich doch in diesem Jahr reif für den zweiten Platz. Aber dagegen haben natürlich einige was. Zum Beispiel Sally Kipyego. 29 Jahre alt im letzten Jahr. Die Siegerin, Sie haben es gerade gesehen. Und sie gewann ja auch schon olympisches Silber über 10.000 Meter in London 2012. 5 Minuten nach um 7 ging es los für die Rollis. Und ein paar Minuten später durften dann die Elite-Frauen auf die 21 Kilometer gehen. Sie sehen es auch. Obwohl wir hier morgens früh um 7 natürlich noch viele, viele im Tiefschlaf wissen, haben sich einige in den Central Park verirrt. Das wird sich hier im Laufe des Rennens natürlich noch viel, viel mehr anfühlen. Und die Läuferinnen und Läufer, die nach New York kommen, die kommen natürlich auch, weil diese Laufbegeisterung für diese Wettkämpfe so unglaublich groß ist. Es ist der Auftakt einer Laufserie. Es gibt verschiedene Veranstaltungen über das ganze Jahr hinweg verstreut von den New York Roadrunners, organisiert seit vielen, vielen Jahren, bis hin dann natürlich zum New York City Marathon, traditionell immer am 1. November Wochenende. Und einige von denen, die wir hier heute im Laufe dieser Übertragung sehen werden, die sind natürlich mitgelaufen. Die volle Distanz, die 42,195 Kilometer. Viele Läuferinnen und Läufer nutzen diesen Frühlingsmarathon, um sich vorzubereiten für die nächsten großen sportlichen Highlights, je nachdem, was da im Jahr 2015 ansteht. So, ich möchte Ihnen ganz kurz die Topläuferin vorstellen. Davon in diesem orangen Trikot, das ist die Lokalmatadorin, das ist Molly Huddle, die vorher noch nie einen Halbmarathon bestritten hat, im letzten Jahr zum ersten Mal dabei war und, ich habe es Ihnen bereits gesagt, sensationell auf Platz 3 einkam. Sally Kipyego, die 29-jährige Frau aus Kenia, gewann hier im letzten Jahr mit persönlicher Bestleistung 1 Stunde 8 Minuten 31 Sekunden. Und war ja schon Vize-Weltmeisterin 2011. Bujumesh Deba aus Äthiopien, im letzten Jahr Zweite hier beim New York City Halbmarathon, ebenfalls mit persönlicher Bestleistung, 1 Stunde 8 Minuten und 59 Sekunden. Molly Huddle und Joyce Chepkiro, das ist von den Rekorden her die schnellste hier im Feld, 1 Stunde 6 Minuten 19 Sekunden, läuft zum allerersten Mal beim New York City Halbmarathon mit, gewann im letzten Jahr den Prag Halbmarathon in persönlicher Bestzeit. Das war ein Wahnsinnsrennen. Und ja, Caroline Rottich aus Kenia, die hier schon zweimal gewinnen konnte, 2013 und 2011. Zwei Deutsche haben wir hier im Feld, Sabrina Mockenhaupt, die sich vorbereiten möchte auf die nächsten Läufe, und Mona Stockhecke, die ja in Zürich lebt, hat in den USA ein Trainingslager absolviert, ist am Freitag hier angereist, hat sie mir erzählt, erwartet nicht allzu viel, möchte diesen Lauf nutzen, um noch ein paar
ein paar Reserven aus sich herauszulocken nach einem langen und harten Trainingslager. Sie will hier mitlaufen, will die Atmosphäre genießen, möchte dabei sein und wenn es passt, dann eben auch eine gute Zeit laufen. Der Wind wird heute eine große Rolle spielen. Temperaturen 5 Grad plus, ist ein bisschen wärmer als im letzten Jahr, aber die Winde wechseln hier. Wir werden das dann auch im Laufe der Übertragung noch sehen. Von 10 bis 30 km/h Rückenwind und natürlich dann, wenn es westseitabwärts geht, gibt es dann einen kräftigen Gegenwind. Das macht natürlich den Läuferinnen und Läufer sehr, sehr zu schaffen. Und Sie sehen es hier auch im Feld, dass man sich dann doch schon mal zusammenzieht zu einer Gruppe, um möglichst im Windschatten Kräfte zu sparen für die langen 21 Kilometer. Man hat den Frauenstart ein bisschen nach vorn geschoben. 7 Uhr und 18 ging es hier los. Die Männer folgen dann gleich um 7.30 Uhr. Und dann darf auch das Hauptfeld mit auf die Strecke gehen. Und das wird eine Weile dauern, bis die Letzten dann am Ende über die Startlinie gelaufen sind. Aber die meisten laufen hier mit, um sich zu bewegen, um ein Teil des Ganzen zu sein. Diese riesengroße Sportparty, die mittlerweile ja seit 2006 gefeiert wird. Man hat bis 2009 diesen Lauf immer im August organisiert. Dann ist man ab 2010 auf den März ausgewichen, um eben gerade auch den Läuferinnen und Läufern die Möglichkeit zu geben, den Topläufern, sich hier mal ein erstes Mal zu messen. Ich habe mit André Gabius gesprochen, der dann auch gleich bei den Männern mitlaufen wird, warum er denn eigentlich hier sein Halbmarathon-Debüt im letzten Jahr ausgerechnet in New York gesucht hat. Der hat gesagt, weil einfach hier keine Pacemaker dabei sind, weil hier trotzdem sehr, sehr starke Läufer aus Äthiopien und Kenia mit dabei sind. Und man kann hier unbelastet in dieses Rennen gehen und vor allem, es macht unglaublich viel Spaß. So, das sind die besten Männer, die wir jetzt hier gleich an der Startlinie sehen. Stephen Sembu aus Kenia, Mepke Fletschki, ja klar, der Lokalmatador, der schon so viele Rennen gewann, der möchte heute natürlich auch ganz nach vorn, aber er ist keiner, der im März immer einen ganz, ganz guten Halbmarathon ausklinken kann. Das weiß er auch, aber man weiß auch, dass 21 Kilometer eben auch richtig lang werden können. Und jetzt schauen Sie mal, was hier passiert. Das ist der Start von den Männern. Vorher gab es noch die Nationalhymne und hier sehen wir André Gabius. Der Mann im gelben Leibchen, der zu Beginn des Jahres noch ein bisschen krank war, nicht so richtig weiß, was er heute hier auf die Straße bringen kann. Mit 62er Zeit hat er gesagt, das wäre was. Ansonsten genießen, laufen und den 8. Platz vom letzten Jahr wiederholen. Das wäre schon eine schöne Sache. Er ist ja momentan der beste Marathonläufer, den wir haben. Frankfurt Marathon im letzten Jahr. Seit über 20 Jahren hat es kein Deutscher mehr geschafft, unter 2:10 zu laufen. Er schaffte es bei seinem Marathondebüt und er möchte in diesem Jahr wieder einen Marathon laufen. Und er möchte diesen Halbmarathon hier in New York City nutzen, um sich fit zu machen für die weiteren Aufgaben. Übrigens die deutsche Bestzeit über den Halbmarathon, die liegt schon eine Weile zurück. Gelaufen am 4. April 1993 von Carsten Eich in Berlin. 1 Stunde und 34 Minuten. Aber Arne, obwohl er ja auch schon über 30 Jahre alt ist, also im besten Marathonalter, der könnte hier noch für ein paar Ausrufezeichen setzen, beziehungsweise sorgen. Das Feld, Sie sehen es erst einmal am ersten Anstieg für all jene, denen der Central Park vielleicht nicht ganz so geläufig ist. Man mag immer denken, das ist hier alles relativ flach, aber das geht hier richtig hoch und runter. Und gerade auf den ersten 6 Meilen müssen die Läuferinnen und Läufer eine Berg- und Talbahn absolvieren. Das geht auch richtig in die Beine, tut auch richtig weh, aber das sind hier alles gestandene Läufer. Die wissen natürlich auch um das Streckenprofil und wissen natürlich auch um die richtigen Angangszeiten. Die Männer sind etwas schneller unterwegs als im letzten Jahr. Da hat man ein bisschen gebummelt auf den ersten Kilometern. Trotzdem sind noch gute Zeiten herausgesprungen. Heute möchte man hier von Beginn an für eine etwas höhere Pace sorgen. Wen haben wir bei den Männern noch mit dabei? Wir haben ja ganz kurz schon die Einblendung gesehen. Also Stephen Sembu, 26 Jahre, aus Kenia. Lief seine Bestzeit, 1 Stunde 41 Minuten in Boston, und zwar im Jahr 2013, war im letzten Jahr hier Dritter. Juan Luis Barrios aus Mexiko, 32 Jahre alt, ist in diesem Jahr schon den Halbmarathon gelaufen.
und zwar in Japan 1 Stunde und 46 Sekunden. Klasse Zeit. Und das ist hier das Feld, was ich Ihnen schon gesagt habe. Das sind die ersten von den 20.000 Volksläufern, die hier bestimmt noch 20 bis 30 Minuten brauchen, bevor alle über die Startlinie gelaufen sind. Dasson Ritzenheim, ebenfalls US-Amerikaner, ja, Fluch und Segen. Seine Bestzeit steht bei 1 Stunde glatt aus dem Jahr 2009. In Birmingham ist er das gelaufen. War im Jahr 2013 hier Dritter beim New York City Halbmarathon. Und wir sind zurück bei den Frauen. Aus dem etwas größeren Starterfeld hat sich eine Siebener-Gruppe herausgebildet. Tukuri, Molly Huddle und die Kenianerin Tunaming Bolton. Das sind die ersten drei und sie werden hier eine ganze Weile auch zusammenlaufen. Und immer wieder schön zu sehen, dass man natürlich versucht, im Windschatten zu laufen, um hier möglichst Kräfte zu sparen. Es geht hier auch um viel Preisgeld. $20.000 bekommen die Besten bei den Frauen und die Besten bei den Männern. Und von weg sehen wir Joyce Chepkiri, 26 Jahre jung. Und wie gesagt, zum ersten Mal dabei im letzten Jahr. Der Halbmarathon in Prag mit einer Wahnsinnszeit. 1:06:19. Sally Kipyego, die Vorjahressiegerin mit dem gelb leuchtenden Stirnband, und Molly Huddle. Sabrina Mockenhaupt sehen wir da hinten noch am Bildrand. Schon zu dieser Phase des Rennens ein bisschen weg von den Schnellsten über den Halbmarathon an dieser Stelle. Auch Bujunesh Deba spielt hier in dieser Phase des Rennens keine Rolle mehr. Ich habe es Ihnen schon gesagt, es gibt noch mehr Läufe in New York, falls Sie mal Lust und Laune haben, mal über einen großen Teich zu fliegen. Kann man nicht nur gut shoppen gehen, sondern eben auch gut Sport treiben. Den Halbmarathon, den Brooklyn Halbmarathon, gibt es schon am 16. Mai. Dann gibt es die 10 Kilometer, die Queens 10 Kilometer am 21. Juni. Den Bronx Run über 10 Meilen im September. Staten Island Half Marathon 11. Oktober. Und am 1. November Wochenende traditionell der New York City Marathon. Für mich einer der schönsten der Welt. Ich bin in 2008 mitgelaufen. Fantastisch. Kann man nur empfehlen. Die Stimmung ist einzigartig. Und das werden auch die Läuferinnen und Läufer hier gleich zu spüren bekommen, wenn sie dann nämlich beim Times Square vorbeikommen. Dort werden Tausende, Zehntausende stehen und die Athleten anfeuern. So, wie gesagt, es geht aus dem Central Park hinaus. Auf die 110. Straße, dann macht man einen kleinen Bogen, geht es rund um das Frederick Douglass Circle und zurück auf der 110. wieder hinein in den Central Park. Dann geht es runter bis zur 7th Avenue, die 42. und dann der lange, lange Weg bis hinunter zur Wall Street. Molly Huddle macht hier wirklich ein gutes Rennen, sieht alles sehr, sehr locker aus, sehr entspannt. Es ist ihr zweiter Halbmarathon. Die Frau, die ja den amerikanischen Rekord über 5000 Meter hält, im letzten Jahr aufgestellt, 14:42 in Monaco. Und sie möchte natürlich auch irgendwann mal einen ganzen Marathon laufen. Die Grundlage wird gelegt hier. Die Stadt scheint noch zu schlafen zu morgendlicher Stunde, aber man sagt ja so schön, New York City, die Stadt, die niemals schläft. Die Männer und die Frauen sind unterwegs und während die Männer hier die nächsten Anstiege zu bewältigen haben, sind die meisten von den 20.000 Volkssportläufern noch nicht einmal über die Startlinie. Ja, auch hier hat sich das Feld etwas dezimiert. Zu diesem Zeitpunkt wirklich ein sehr, sehr schnelles Rennen. Steven Simbu sehen wir hier vorn, der von Beginn an immer wieder sich an die Spitze gesetzt hat.
Wir haben auch zwei Japaner mit im Rennen. Koki Takada, 21 Jahre jung, zum ersten Mal dabei, gewann im letzten Jahr den Ageo City Halbmarathon. Seiner persönlichen Bestzeit 1 Stunde, 2 Minuten, 2 Sekunden. Und sein Landsmann Takashi Ichida, 22 Jahre jung, der gewann 2013 denselben Halbmarathon. Und im letzten Jahr haben sich die beiden abgewechselt. Da gewann der eine und der andere wurde dafür mit Platz 2 belohnt. Zurück in der Spitzengruppe. Sally Kipyego sehen wir links im Bild, Molly Huddle rechts und in der Mitte Joyce Chepkiri aus Kenia. Umschnitt zu den Männern. Möchte ich Ihnen auch noch einen Mann vorstellen, der heute durchaus sich für höhere Aufgaben empfehlen kann. Und zwar Juan Luis Barrios aus Mexiko. Der wechselt sich mit Steven Zembu erst einmal in der Führungsposition ab. Dahinter sehen wir den Japaner, den ich Ihnen ja schon ganz vorgestellt habe. Und Arne immer noch in Schlagdistanz. Macht das hier an dieser Stelle des Rennens richtig geschickt, hält sich im Windschatten, versucht sich hier ein bisschen mitzuziehen, beziehungsweise mitziehen zu lassen. Also die Elite-Männer jetzt auch schon nur noch in einer kleineren Gruppe. Und das Tempo nach wie vor richtig hoch. Kilometer 4 ist absolviert. Und die beiden drücken hier richtig aufs Tempo. Juan Luis Barrios aus Mexiko und Steven Zembu aus Kenia. Nichts Neues bei den Frauen, immer noch die Siebener-Gruppe. Und da können Sie auch mal sehen, die Zeitentwicklung. Erste Meile 5,22, 5,20, 5,13, 5,35, 5,17. Also bis auf den kleinen Ausrutscher auf der vierten Meile. Eigentlich ein sehr, sehr konstantes Tempo. Die Frage wird sein, wie viele von den sieben Frauen dieses Tempo bis zum Schluss durchhalten können. Denn, ich habe es Ihnen schon gesagt, es gibt starke Winde bis zu 30 km/h. Und das tut natürlich richtig weh. Und wenn man dann alleine kämpfen muss, wenn man einmal den Anschluss verpasst hat an der Spitzengruppe, an die Spitzengruppe, dann tut es natürlich richtig weh. Und dann kann natürlich auch der große Einbruch kommen. Das wollen wir den Mädels hier um Gottes Willen nicht wünschen. Rikael Maukim ist noch mit dabei aus Marokko, die Frau in Blau. Und Elfine Tuliamak Bolton, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, aus Kenia. Insgesamt 2200 Helferinnen und Helfer haben hier die Strecke abgesichert. Das ist ein logistischer Aufwand, eine Mammutleistung von den Veranstaltern, Jahr für Jahr in dieser Stadt hier zumindest einen Großteil erst einmal lahmzulegen, um das alles so perfekt zu organisieren. Wenn Sie mal bei einem Marathon, einem Städtemarathon dabei waren, dann wissen Sie, wovon ich rede. Das kostet viel Zeit, viel Kraft und das kostet eben auch richtig viel Geld. Molly Huddle. Sally Kipyego und Joyce Chepkiri aus Kenia. Die drei machen hier vorne erst einmal die Pace. Schön zu sehen, auch immer wieder die unterschiedliche Lauftechnik. Man ist längst davon abgegangen, dieses biomechanische Leitbild zu erklären. Nicht immer sind die, die am schönsten laufen, auch die, die am schnellsten laufen. Und eigentlich ist das auch völlig wurscht. Hauptsache, man ist als Erster oder als Erste im Ziel. Auch wenn es vielleicht von der Biomechanik her noch optimaler gehen könnte. Aber das
ist längst Geschichte, dass man sich an den großen Vorbildern orientiert und dann versucht, irgendwelche Laufstile zu kopieren. Und noch immer laufen viele in den Central Park hinein. Vielleicht die meisten mit ihrem ersten Halbmarathon im Leben überhaupt. Sie wollen dabei sein, wollen genießen. Im Vorfeld des New York City Half Marathon gab es unglaublich viele Geschichten. Frauen und Männer, die teilweise 50 Kilo Gewicht verloren haben, nur um hier dabei zu sein, um mitzulaufen. Und jetzt sind wir beim Times Square und da haben sich die Veranstalter etwas ganz, ganz Tolles einfallen lassen. Da gibt es nämlich den sogenannten Kids Run und der ist hier parallel zu dieser Laufstrecke. Das werden wir vielleicht gleich sehen, wenn die Kamera umschwenkt. Da laufen über 1000 Kinder eine 1-Kilometer-Runde und die haben viel, viel Spaß und können natürlich, während sie laufen, gleichzeitig noch die Profis erleben. Und so viel Freude, so viel Spaß am Sport, das würden wir noch mehr Kindern wünschen, dass sie den Weg zum Sport finden. Es muss ja nicht immer gleich ein Halbmarathon oder ein Marathon sein. Und während hier die ganz, ganz Großen der Laufszene einsam und allein erst einmal ihre Bahnen ziehen und sie sehen, das Tempo immer noch sehr, sehr hoch und die Gruppe, die 7er-Gruppe, wird jetzt hier gleich zur 5er-Gruppe. Molly Huddle macht hier ein gutes Rennen und schauen Sie mal auf die Frequenz, ja, zwischen Joyce und Molly. Molly mit einer viel, viel höheren Frequenz. Und jetzt ist diese 7er-Gruppe, wie ich jetzt schon angedeutet habe, nur noch eine 5er-Gruppe. Das ist dann kurz vor oder kurz nach 7:30 in New York die Leuchtreklame, die hier Tag und Nacht natürlich immer für ein buntes Farbenmeer sorgt. Die wird hier von den Läuferinnen sicherlich nur am Rande wahrgenommen. Hochkonzentriert. $20.000 für einen Sieg beim New York City Halbmarathon. Joyce Chepkirui, Sally Kipyego und Molly Huddle. Die drei Top-Läuferinnen immer noch hochkonzentriert und immer noch richtig schnell unterwegs. Sally Kipyego hält ja hier den Streckenrekord. 1 Stunde 8 Minuten 31 Sekunden aus dem letzten Jahr. Haile Gebrselassie aus dem Jahr 2007 gibt ja in diesem Jahr auch wieder eine ganze Liste von Marathonläufen in Deutschland, unter anderem auch in Leipzig. Und Haile Gebrselassie, der wurde eingeladen zum 39. Leipzig-Marathon, ist ja der älteste Städtemarathon in Deutschland, 19. April. Er war vor ein paar Jahren schon mal in Leipzig. Habe ihn selber treffen dürfen und er hat uns versprochen, er kommt noch einmal zurück. Vielleicht läuft er sogar mit. Wie gesagt, die Einladung steht. Noch ist nichts entschieden. Und vielleicht gibt es ja in diesem Jahr, wo die Stadt ihr 1000-jähriges Jubiläum feiert, einen der ganz, ganz Großen des Laufsports als Gast beim Leipzig-Marathon. Davor gibt es Paris, danach London. Viele von Ihnen, die sich jetzt hier diese Übertragung anschauen, wissen natürlich ganz genau, haben ihren Marathonkalender, ihren persönlichen Marathonkalender längst schon abgespeichert. So, und auch diese Gruppe hier vorn drückt jetzt ganz, ganz heftig aufs Tempo und es ist immer noch Stephen Sambu, der hier unbedingt gewinnen will, von Beginn an die Pace macht, aber der Mexikaner bleibt ihn erst einmal auf den Fersen. So, Sambu versucht jetzt hier erstmal einen Zwischensport und Sie sehen es am Rand, jetzt haben sich viele, viele Zuschauer hier in der Innenstadt, wenn ich von der Innenstadt von New York rede, ja, wo fängt die an und wo hört die auf? Times Square. Und Sambu drückt jetzt hier aufs Tempo und momentan kann hier nur der Mexikaner noch folgen. Jetzt schon eine Lücke von ca. 10 Metern. Können die sich hier noch einmal herankämpfen oder versucht ihr jetzt zu einem relativ frühen Zeitpunkt schon eine Entscheidung zu suchen.
26 Jahre jung. Dritter im letzten Jahr. Bestzeit ist in Boston gelaufen. 1:41. Und der Mann im orangen Trikot, Lusafo April aus Südafrika, hält sich zu dieser Zeit noch richtig gut, nämlich auf Platz 3. Und immer noch stürmen sie und strömen sie über die Startlinie im Central Park. Und Simbu nimmt wieder ein bisschen das Tempo heraus. Macht er das mit Absicht oder hat er gemerkt, er hat hier an dieser Stelle keine Chance? Die Lauffans, die sich auch ein bisschen in der Laufgeschichte auskennen, werden sich sicherlich an einen gewissen Miros Jifter erinnern. Das war so seine Taktik. Eine Runde schnell, eine Runde hat er die Konkurrenz wieder rankommen lassen. Dann ist er wieder davongelaufen und so hat er sie alle mürbe gemacht und feierte seine größten Erfolge. So, und das ist dieser Kids Run, was ich Ihnen schon gesagt habe. Parallel zur Laufstrecke der Männer laufen also die Kiddies. Und für die ist das was ganz Großes. Schauen Sie mal, was da hinten kommt. Und die kämpfen natürlich auch auf den 1000 Metern. Die freuen sich. Insgesamt über 400 Teams, die hier an den Start gegangen sind. Times Square natürlich im Herzen von Manhattan. Und der Mexikaner ist wieder dran. Die drei kämpfen jetzt erst einmal und wollen natürlich den Abstand etwas vergrößern. Lusafo April aus Südafrika. Überall gibt es sogenannte Entertainment-Stationen, Bands, Gruppen, DJs, also ähnlich auch wie beim Langen Kanten im November. Für Stimmung ist gesorgt. Die Stimmung allerdings eher dann auch für die Volkssportläufer und für die Fans an der Strecke. 15 Nationen sind bei den Eliteläufern an den Start gegangen, darunter 11 Olympiateilnehmer, 2 Olympiamedaillengewinner, 2 Medaillengewinner bei Weltmeisterschaften, 8 Landesrekordhalter, 11 Männer, die bereits unter einer Stunde und 2 Minuten gelaufen sind und 10 Frauen, die unter einer Stunde und 10 Minuten gelaufen sind. Nun ist sicherlich New York, und das ist nicht nur, das gilt nicht nur für den Halbmarathon, sondern auch für den langen Kanten, natürlich keine superschnelle Strecke. Das liegt zum einen natürlich daran, dass man hier gerade auf der ersten Hälfte unglaublich viele Kurven hat im Central Park. Doch ein sehr, ja, ein Hoch und Runter. Mir fällt jetzt gerade das Wort nicht ein. Ein welliges Gelände, da war's. Manchmal dauert es eben ein bisschen länger. Und wenn man dann sieht, zum Beispiel den Halbmarathon in Berlin nächste Woche oder den langen Marathon in Berlin, das sind eben alles Highspeed-Strecken, wo dann eben auch die Rekorde purzeln. Arne Gabius möchte übrigens in Berlin auch mitlaufen, den Halbmarathon, und möchte hier diesen Lauf nutzen, um erstmal zu wissen, wo steht er nach seiner Krankheit und was ist in diesem Jahr noch drin. So. Aus der Dreiergruppe ist eine Vierergruppe geworden. Leonard Correa aus Kenia hat aufgeschlossen. Hat bisher noch keine großen Wettkämpfe gewonnen. Also bei ihm muss man gespannt sein, was er heute hier leisten kann. Er ist 28 Jahre alt. Zurück beim New York City Halbmarathon mit dem strahlenden Sieger bei den Rollies. Ernst van Dijk aus Südafrika gewinnt hier mit neuem Streckenrekord
Der Mann hat in seinem Leben alles gewonnen, was man mit dem Wheelchair gewinnen kann. 10-mal den Boston Marathon. Er war Zweiter im letzten Jahr beim New York City Marathon. Er war bei Olympia dabei, gewann 2-mal Silber, 3-mal Bronze. Von Beruf vertreibt er, oder als Beruf hat er sich der Sportausrüstung für behinderte Menschen und Sportler verschrieben. Ein großartiger Sportsmann, der in diesem Jahr den alten Streckenrekordhalter Josh George mit 17 Sekunden auf Platz 2 verwiesen hat. Also auch diese Geschichte haben wir Ihnen natürlich gern erzählt, weil die Rollis mittlerweile ja ein fester Bestandteil geworden sind bei den ganz, ganz großen Marathons und Halbmarathonveranstaltungen. Und ich immer persönlich den Hut ziehe, was da geleistet wird, wie viel Energie die Männer und Frauen in das Training stecken. Und man kann diese Leistungen eigentlich gar nicht oft genug würdigen. Wir sind zurück bei den Männern und das Quartett ist immer noch zusammen und immer noch macht Steven Sambu hier vorne die Pace. Lusafo April im orangen Trikot, Juan Luis Barrios aus Mexiko und Leonard Correa aus Kenia. Diese vier haben sich jetzt deutlich abgesetzt. Und jetzt kommen wir eben dann auch zu den Strecken, wo der Wind eine große Rolle spielen wird. Die Temperaturen zu dieser Jahreszeit in New York mit 5 Grad plus immer noch im guten bis sehr guten Bereich. Im letzten Jahr war das Thermometer da deutlich unter 0 Grad, minus 2 Grad. So, und jetzt geht es eben westseits Richtung Battery Park. Links der Hudson River. Und das ist eine ganz, ganz lange Gerade. Und hier haben sich schon viele Wettkämpfe entschieden. Oh, das ist die Verfolgergruppe, einer der Verfolgergruppen. Das fällt natürlich jetzt weit, weit auseinander. So, Sambu, startet er jetzt hier den nächsten Angriff? Oder geht's am Ende auf den letzten 1000 Metern? Um Platz 1, 2 oder 3. Alle vier haben die Möglichkeit, hier heute als Erster über die Ziellinie zu laufen. Map Kefletschki, der Lokalmatador, wird heute hier keine große Rolle spielen. Aber das habe ich Ihnen gesagt, er ist kein Mann für die frühen Rennen, für die Rennen früh im Jahr, sondern eher für Boston Marathon. Oder eben dann im November New York City Marathon. Und Steven Sambu versucht hier wieder allein davon zu ziehen, erhöht das Tempo und die anderen drei laufen ihm erst einmal nach, versuchen hier noch ein bisschen im Windschatten ein paar Kräfte zu sparen. Correa hinten, der Kenianer. Macht das hier richtig geschickt an dieser Stelle. Sambu hat viel für die Führungsarbeit geleistet. Aber bis zum Ziel ist es noch ein bisschen hin. So, das ist das Ergebnis bei den Rollis. Ernst van Dijk vor Josh George und Michel Fieltau. Schnelles Rennen, 48,54, wie gesagt, Streckenrekord geknackt, aufgestellt im letzten Jahr von Josh. Und van Dijk pulverisiert denselbigen in diesem Jahr 2015 bei diesem Jubiläumshalbmarathon in New York City. Und Sambu macht hier weiter die Pace. Immer wieder schön zu sehen, wie Lusafo April versucht, sich hier einen Windschattenplatz zu sichern. Links sehen Sie das Wasser, da können Sie sich vorstellen, bei Windgeschwindigkeiten bis zu 30 km/h, welch starker Wind einem da den Läufern ins Gesicht weht. Und das kostet Kraft. Leonard Correa rechts.
So, hier können Sie mal sehen, wo wir sind, beziehungsweise wo wir noch hinwollen. Wall Street und das Ziel nach 21 Kilometern. Und diese beiden hier haben es gleich geschafft. Aus dem Quartett ist jetzt nur noch ein Duo geworden. Und was für großartige Läuferinnen. Joyce und Molly. Die beiden werden den Sieg unter sich aufteilen. Molly Huddle hochkonzentriert. Die ganze Zeit. Man kann in ihr Gesicht schauen, man sieht keine Regung. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, sie hat jeden Kilometer mitgestoppt, per Hand. Wollte ganz genau wissen, wie schnell sie unterwegs ist. Ja, und Joyce Chepkirui, 26 Jahre alt, zum allerersten Mal hier in New York City beim Halbmarathon dabei. Wird sich sagen, meine Bestzeit liegt knapp 3 Minuten schneller als die meiner Vorläuferin. Das muss doch wohl zu knacken sein. Sie versucht sich hier auch im Windschatten noch ein paar Körner aufzuheben für einen eventuellen Endspurt. Molly Huddle hat gesagt, es war ziemlich schwierig, den Winter über zu trainieren aufgrund der Schneemassen. Es war nicht immer schön, hat nicht immer Spaß gemacht, aber wann macht Leistungssport Spaß? Wo fängt der Spaß an und wo hört er auf? Wenn man natürlich hier mit einem Podestplatz belohnt wird, dann vergisst man natürlich auch die Strapazen und die Schmerzen. Und wenn man zu Hause gewinnt, und wir reden hier von Molly Huddle, die ja eigentlich eine Frau ist über die 5000 Meter und 10.000 Meter, die erst ihren zweiten Halbmarathon überhaupt läuft. Wenn man dann zu Hause aufs Podest läuft, dann ist das natürlich Belohnung und Dank gleichermaßen. Sie sehen, das Rennen ist deutlich schneller geworden. 5:06, 5:08, 5:14, 5:11. Also es wird am Ende eine ganz, ganz gute Halbmarathonzeit. Sicherlich eher für Molly Huddle. Und die beiden kämpfen. Und Molly Huddle, das ist das, was ich Ihnen gesagt habe. Sie schaut immer wieder auf die Uhr. Und wenn wir jetzt hier gleich ein Kilometerschild sehen werden, dann wird sie auch einstoppen, um immer ganz genau zu wissen, läuft sie zu schnell, läuft sie nach Plan, läuft es besser als vielleicht vorher geplant. Und immer noch eine hohe Frequenz. Schön zu sehen. Also die Schrittfrequenz von Molly Huddle viel, viel höher als von Joyce Chepkirui. Jetzt versucht die Kenianerin erst einmal aufzuschließen, sich vielleicht an die Spitze zu setzen. Molly Huddle läuft wie eine Diesellok. Zieht jetzt hier wieder ein bisschen an. Also ich bin immer wieder fasziniert, wenn man zwei Läuferinnen oder zwei Läufer nebeneinander parallel laufen sieht, wie unterschiedlich die Laufstile sind. Und ich vermag nicht zu sagen, welcher nun der bessere ist. Aber sie sind beide richtig schnell und der Vorsprung ist enorm angewachsen. Über 50 Sekunden werden es bei Kilometer 20 sein. 50 Sekunden Vorsprung. Die Amerikaner, die New Yorker wissen natürlich um die große Chance, dass zum allerersten Mal eine US-Amerikanerin den New York City Halbmarathon gewinnen kann. Die Chance war nie größer. Heute, hier und jetzt ist sie da. Aber was kann Joyce Chepkirui noch hinten raus draufpacken?
Jetzt zieht Molly Huddle an. 2 Meter Vorsprung. Das kann kurz vorm Ziel schon mal entscheidend sein. Jetzt geht's in diesen Tunnel hinein. Und dann aus dem Tunnel heraus sind es noch ungefähr 1000 Meter bis zum Ziel. Und die 4 sind immer noch zusammen. Sambu, der kämpft, der hat die ganze Zeit immer wieder Führungsarbeit geleistet. Leonard Kurier, der Kenianer, sein Landsmann, die ganze Zeit im Windschatten. Kann am Ende entscheidend sein, wenn es zum Endspurt kommen sollte. 4:36, 4:30, 4:36, 4:44, 4:42. Jetzt werden die hier alle ein bisschen langsamer. Kann aber auch daran liegen, dass sie sich schon für den Schlusssport vorbereiten. Dass sie merken, dass mit einem Ausreißversuch hier aus diesem Quartett erst einmal nichts werden kann. Starke Leistung auch von Juan Luis Barrios, dem Mexikaner. Sehr kräftiger Typ, kräftiger Laufschritt und Stephen Sambu, 3. Platz, Sie sehen es eingeblendet, im letzten Jahr. Leonard Kurier mit einer Bestzeit von 1 Stunde, 1 Minute, 19 Sekunden war 2013 Vierter und 2014 gewann er den 3. Platz beim Boston Halbmarathon. Auch mit schnellen Zeiten, auch mit Zeiten unter 1 Stunde 20. Aber so der ganz, ganz große Wurf, der ist ihm eben noch nicht gelungen. So die ersten Frauen des Elitefeldes natürlich längst überholt. Ja, April sieht immer noch sehr, sehr frisch aus. Sehr, sehr locker der Lauf. Während wir bei den Mexikanern sehen, da steckt unglaublich viel Kraft dahinter. Leonard Kurier. Locker leicht, konnte aber wie gesagt auf den letzten Kilometern aufgrund des taktisch klugen Laufens im Windschatten immer wieder Körner sparen. So, das könnte jetzt hier die Vorentscheidung sein. Das war der Tunnel, die Kamera setzt da kurz aus. Wir werden sie aber gleich sehen, wenn sie aus dem Tunnel herauslaufen, nämlich hier. Molly Huddle hat ihre Chance genutzt, hat auf den letzten 500 Metern einfach ein bisschen das Tempo angezogen. Weiß natürlich, dass sie sich jetzt hier als erste US-Amerikanerin in die Ergebnislisten eintragen kann. Und zwar als erste des New York City Halbmarathon 2015. Das ist hier ein richtig knüppelharter Anstieg aus dem Tunnel heraus. Aber die beiden wissen natürlich, sie haben es gleich geschafft. Und die Frequenz noch höher als auf den letzten 20 Kilometern. Hochkonzentriert, aber man sieht ihr natürlich die Strapazen im Gesicht an. Aber sie weiß, sie hat es geschafft. 20 Meter Vorsprung, mögen es sein, 15 bis 20 Meter. Da, die 800 Meter Marke. Wenn jetzt nichts mehr passiert, wird sie ihrem größten Erfolg auf der Halbmarathon-Distanz entgegenlaufen. Und das sieht doch richtig klasse aus. 20, 25 Meter Vorsprung. Molly Huddle gewinnt ihren 2. Halbmarathon, den sie in ihrem Leben gelaufen ist. Und zwar mit einer taktisch klugen Leistung. Aber mit einem ganz, ganz großen Kämpferherz. Hat hier viel Führungsarbeit geleistet, hat sich kaum in den Windschatten gesetzt und hat am Ende alles richtig gemacht. Aber auch großes Kompliment an Joyce Chipkuri, die lange Zeit hat mithalten können. Jetzt geht es hier noch einmal eine Linkskurve und dann nochmal eine Linkskurve und dann sind wir in der Wall Street und dann sehen wir hier den ersten Zieleinlauf einer US-Amerikanerin auf Platz 1 beim New York City Halbmarathon. Und das beim Jubiläumshalbmarathon beim 10. Das ist natürlich was ganz, ganz Tolles. Und was Schöneres gibt es, glaube ich, für die Organisatoren dieses Mega-Events nicht. Immer wieder der Blick auf die Uhr. Also, sie weiß natürlich, dass sie jetzt hier gewonnen hat. 400 Meter sind es noch zu laufen, aber natürlich spielt auch die Zeit für sie eine Rolle. Bestzeit 1 Stunde, 9 Minuten und 4 Sekunden. Na logisch, sie ist ja erst einen Halbmarathon gelaufen. Im letzten Jahr hat sie da ihre Bestmarke gesetzt. Und momentan sieht alles danach aus, als wenn sie ihre persönliche Bestleistung heute hier deutlich unterbieten kann. So, die letzten Meter. Und jetzt werden hier auch gleich ganz, ganz viele Zuschauer ihr zujubeln.
Molly Huddle gewinnt den New York City Halbmarathon 2015. Die Frage ist nur, in welcher Zeit? 200 Meter sind es noch. Eine Kurve gibt es noch. Jawohl, da ist sie und da ist die Zielgerade. Und schauen Sie mal, was jetzt passiert. Schauen Sie mal, was jetzt passiert. Jetzt flippen hier die Leute aus. Sie wissen natürlich, eine US-Amerikanerin gewinnt den Heim-Halbmarathon 2015 in New York City. Sie hören es an der Geräuschkulisse. Da sind die Zuschauer. Und da ist die Zeit 1:08:34. Persönliche Bestzeit, erster Platz beim New York City Halbmarathon für Molly Huddle, der 30-jährigen US-Amerikanerin. Toll, toll, toll. Aber auch großes Kompliment an die Zweitplatzierte Joyce Chepkuri aus Kenia. Lange Zeit war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, aber die US-Amerikanerin hat am Ende noch eine Schippe draufpacken können, hat alles richtig gemacht in der Vorbereitung auf dieses erste Event in diesem Jahr. Naja, und wer weiß, vielleicht sehen wir sie ja auch mal bei einem Marathon, die Frau, die ja eigentlich auf der 5000 Meter Strecke zu Hause ist. Und jetzt geht's bei den Männern ans Eingemachte. Sie sehen es, aus dem Quartett wird ein Duett. Leonard Correa aus Kenia und Steven Sambu. Und auch sie haben hier nur noch ein paar hundert Meter zu laufen. Barrios aus Mexiko und April aus Südafrika abgeschlagen. Die werden hier bei der Vergabe um Platz 1 und 2 kein Wörtchen mehr mitreden können. 400 Meter. Sambu müsste eigentlich in den langen Sport anziehen, denn er hat unglaublich viel als Führungsmann getan. Correa hat sich clever in den Windschatten gesetzt. Könnte also, wenn es hier zu einem Endspurt kommen sollte, vielleicht doch noch ein paar Kraftreserven mehr haben. Erste Linkskurve. Wer hat hier den Mut, als Erster anzugreifen? Noch beide in Schlagdistanz. Sambu probiert es mit dem von mir angesprochenen langen Spurt. Kann er das durchhalten? Linkskurve in Richtung Ziel. Jetzt sind es gleich nur noch 200 Meter. Und jetzt versucht Sambu mit einem langgezogenen Spurt sich hier ganz nach oben, nach vorn zu katapultieren. Und Leonard Correa scheint abgeschlagen. Doch schauen Sie mal, was jetzt hier passiert. Der kommt noch, der kommt noch, der kommt noch. Und Fotofinish. Fotofinish. Aber Leonard Correa reißt die Arme hoch. Und weiß, mit einer Nasenspitze hat er das Unmögliche wahrgemacht und gewinnt in persönlicher Bestzeit 1:01:06 den Jubiläums-Halbmarathon von New York City. Mein Gott, war das ein spannendes Rennen. Also man muss dem Steven Sambu, dem muss man Respekt zollen. Der hat so unglaublich viel Führungsarbeit geleistet, immer gegen den Wind. Aber der Nutznießer war sein Landsmann Leonard Correa. Mit einer Nasenspitze vorn gewinnt er den Halbmarathon von New York und damit sein erstes großes Rennen auf Platz 3. Juan Luis Barrios aus Mexiko. Lusafio April wird übrigens Vierter. Und Andrew Bumbalu, ein US-Amerikaner, der noch nie einen Halbmarathon bestritten hat, wird hier sensationeller Fünfter. Auch ein Mann, der über die 3.500 Meter zu Hause ist. Aber das war noch einmal der Zieleinlauf. Leonard Correa gewinnt 2015 in einer tollen Zeit. 1:01:06. Möchte ich noch ganz kurz sagen, wo Arne Gabios ins Ziel kommt. Er wird am Ende Neunter in einer sehr guten Zeit. 1:02:34. Und hier lässt sich Molly Huddle feiern. Ja, wenn die Amerikaner im eigenen Lande ganz oben stehen, dann kennt die Euphorie und die Freude keine Grenzen. Das ist ja erst der Anfang eines langen, langen Sporttages.
Die meisten kommen ja erst noch. 20.000 werden es am Ende sein und die werden hier einen tollen Tag feiern. Und der Sieger, Leonard Currier. Ja, die Kenianer sind, wenn sie ihrer Freude Ausdruck geben wollen, ein bisschen verhaltener als die Europäer. Aber toller Sport, toller Lauf und ein klasse Sieger bei diesen nicht ganz so einfachen Bedingungen hier in der Stadt, die niemals schläft und wo man hervorragend Sport treiben kann. Aber das kann man natürlich auch bei den vielen, vielen anderen Marathonveranstaltungen. Ja, zum Beispiel auch in Paris am 12. April oder London am 26. April. Diese beiden Rennen werden wir Ihnen natürlich hier auf Eurosport live und in voller Länge präsentieren. Das ist das Ergebnis der Frauen. Molly Huddle, Joyce Jukiri und Sally Kipyego auf Platz 1 und 3 mit einem deutlichen Rückstand. Caroline Rottich auf der 4 und bei den Männern, wie versprochen, noch einmal der Überblick. Ja, wie gesagt, das macht Lust auf mehr und wir haben ja gerade erst die Wintersportsaison abgeschlossen. Die nächsten großen Leichtathletik-Höhepunkte stehen vor der Tür. Wir dürfen Sie einladen, dabei zu sein in Paris am 12. April. Und hier sehen wir noch einmal Bilder vom Start. Bilder aus dem Central Park von den ersten Kilometern. Da war das Frauenfeld noch zusammen. Es wurden immer weniger, aber eine war immer vorn dabei im leuchtend orangefarbenen Trikot. Molly Huddle hier beim Times Square und Eric van Dijk, der schnellste Mann heute bei den Rollies. Und das hier ist Josh George, auch ein ganz, ganz großer Sportsmann. So, das war's. New York City Halbmarathon 2015.